Wirklich krass. 3000 Euro Beamtenpension gegenüber 1000 Euro Durchschnittsrente für 10 Millionen gesetzliche Rentenempfänger. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es ist mir wirklich ein Herzensthema, immer wieder auf das Problem der Ungleichbehandlung und des Ungleichgewichts der bestehenden Beamtenpensionierungen oder Beamtenpensionen und der gesetzlichen Renten hinzuweisen. Es geht mir wirklich nicht darum, liebe Beamtinnen und Beamten, die eine Pension bekommen oder später mal eine Pension, sie schlecht zu machen oder ihnen zu sagen, dass ihnen das nicht zustünde. Nein, darum geht es schlicht und ergreifend nicht. Sondern es geht hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir in Deutschland, auch das müssen Sie begreifen, dass wir in Deutschland zwei ungleiche Altersvorsorgesysteme haben. Einmal die gesetzliche Rentenversicherung, einmal das Beamtenpensionssystem. Und das Beamtenpensionssystem bevorteilt Beamte, die bekommen im Schnitt über 3000 Euro Pension, hingegen 10 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland nur knapp 1000 Euro bekommen. Und das wird ja in der Zukunft nicht besser. Und ich habe auch in verschiedenen anderen Videos immer schon darauf hingewiesen und gesagt, liebe Politikerinnen und Politiker, wir können uns zwei Systeme einfach nicht mehr leisten. Auch das müssen wir einfach begreifen. Wir müssen der Realität ins Auge sehen. Also entweder wir machen das so weiter, dass wir ein Beamtenpensionierungssystem haben und ein gesetzliches Rentenversicherungssystem, was wir finanzieren, dann stürzen wir sozusagen in den finanziellen Abgrund. Und das ist das ganz große Problem. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, das Ungleichgewicht zwischen Beamtenpension und gesetzlichen Renten ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und deswegen gebe ich auch Dietmar Bartsch von den Linken natürlich recht, der sagt, dass das so nicht weitergehen kann und dass wir letzten Endes ein einheitliches gesetzliches Rentenversicherungssystem brauchen. Es kann also nicht sein, dass ein Beamter nach 5 Jahren Arbeit einen Mindestpensionsanspruch von 1800 Euro hat und ich, wenn ich 45 Jahre arbeite und ich erlebe das ja jeden Tag hier in der Kanzlei, in der Rentenberechnung, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe, bekomme gerade mal so 1600 Euro Altersrente, brutto im Schnitt. Ja. Ich würde, also nochmal, ich würde damit nicht sagen, dass der Beamte vielleicht schlechter oder besser ist oder der Rentner schlechter oder besser, sondern ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass das gesamte System so nicht mehr auf Dauer funktionieren kann. Wir alle bezahlen letzten Endes dort in den Topf mit rein und es werden unsere Steuergelder dafür verbraucht und es ist letzten Endes auch ungerecht, wenn ein Mensch, der 45 Jahre gearbeitet hat, im Schnitt 1600 Euro bekommt, das legen auch die Zahlen offen, und ein Beamter dafür nur 5 Jahre arbeiten muss. Das ist ein Unding, das geht einfach nicht. Ja? Und letzten Endes auch, wenn ein Beamter dann in die Pensionierung geht, bekommt er nach den bundesweiten Zahlen im Schnitt 3000 Euro Pension, hingegen ein Mensch, der 45 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung arbeitet, dann nur maximal 1600, 1700 Euro bekommt im Schnitt, was schon relativ viel ist. Aber nochmal, die Hälfte aller Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommt weniger als 1000 Euro Rente. Und das ist ein Zustand, der ist untragbar. Und deshalb sage ich, wir brauchen eine einheitliche Rentenversicherung, in die alle einzahlen, Beamte, Politiker, Richter, auch Anwälte, so wie ich, Rentenberater, Selbstständige, die müssen da alle in den Topf einzahlen. Also das österreichische Modell, das finde ich ganz großartig, das sorgt dann auch für die gesellschaftliche Gleichstellung aller Menschen im rentenrechtlichen Sinne. Und dann hören auch diese Diskussionen zwischen Beamten und den Altersrentnern auf. Ich führe zumindest keine Diskussion und ich möchte auch keine Diskussion führen. Das ist an alle Beamte auch gerichtet, die diese Beiträge sehen und mich dann auch dafür möglicherweise in der Vergangenheit kritisiert haben. Ich führe keine Neiddebatte, sondern ich möchte schlicht und ergreifend einfach nur auf das Problem hinweisen und dass wir so finanziell in Deutschland nicht weitermachen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.